Hallo zusammen. Ja, willkommen zu unserem vierten Türchen unseres Rigas Adventskalenders. Und ihr seht, ich habe mir heute Unterstützung mitgebracht. Und zwar darf ich euch meinen Onkel, den Olaf Lauinger, vorstellen. Er ist zusammen mit meinem Papa und mit meinem Cousin Geschäftsführer hier bei uns im Weinriga und gehört somit natürlich ganz, ganz fest auch in unsere Whisky-Community mit rein. Hallo Olaf, schön, dass du da bist. Hallo Lisa. Ja, ihr seht's, wir haben euch heute eine doch etwas primitiv aussehende Flasche mitgebracht. Und zwar hat es den Grund, wer den Adventskalender bei sich zu Hause hat, der darf nämlich heute eine Fassprobe bei uns verkosten. Das Schöne ist daran eben bei uns, unser Prozess ist ja immer so, man schaut, welche Fässer im Warehouse soweit fertig sind. Und im Vorfeld zum Adventskalender hat der Olaf uns hier den Red Deer aus dem Ricciotto Cask rausgesucht. Und ja, das ist hier die Fassstärke. Zwischenzeitlich gibt es ihn auch in der Trinkstärke. Olaf, vielleicht möchtest du uns einmal ganz kurz erklären, was es denn überhaupt mit dem Red Deer auf sich hat. Red Deer ist ein Whisky aus dem Schwarzwald, initiiert mit einer kleinen Schwarzwälder Brauerei. Es gibt nicht so viele, die kennt auch jeder, will aber namentlich nicht genannt werden. Die Würze kommt von dieser Brauerei, ein ganz tolles Produkt, wurde im Ricciotto-Fass gelagert. Ricciotto ist ein Süßwein aus Italien, ist der Süßwein, das Gegenstück ist der trockene Amarone. Und Olaf, jetzt haben wir es von der Vorderwürze von dieser Brauerei. Wie wird er denn gebrannt? Weil eben, es ist ja bekannt, dass wir als Weinrieger, wir brennen zwar Edeldestillate, aber kein Whisky. Wie wird er gebrannt? Wir haben eine Kooperation mit einem Brenner im Schwarzwald und mit der Brauerei. Und dieses Trio produziert diesen Whisky. Wir lagern den in unserem Warehouse, machen die Fasslagerung, das Finishing. Und haben ja Zugang zu ganz tollen Fässern, wie dieses Ricciotto-Fass, das von einem tollen Weingut, und zwar von Weingut Sardini kommt. Und entsprechend viel Ausdruck mitbringt, was man sieht. Und Red Deer ist ein Bezeichnungsrecht, das wir uns schützen lassen haben, für Rotwild im Schwarzwald, was ja hier für die Gegend typisch ist, wenn sich jemand Gedanken gemacht hat, warum Red Deer. Genau, sehr, sehr gut. Ich habe hier jetzt auch mal noch die Originalflasche mitgebracht. Also wer sehen möchte, wie das Ganze dann am Ende in der Flasche aussieht, die sind super schick und eben jetzt dann auch bei uns sowohl hier vor Ort im Weinriga in Villingen-Schwenningen als auch über einen Onlineshop zu bekommen. Olaf, jetzt würde ich sagen, das Beste kommt zum Schluss. Wir probieren mal, was wir denn hier heute im Türchen mit drin haben. Ja, wie gesagt, wir haben ja hier auch eine Fassstärke und am Ende kam dann ja eine Trinkstärke bei raus. Der müsste 47% haben, das ist noch so eine Zwischenstufe. Nur für die Messe was Besonderes als Zwischenstufe. Genau, ja, es gibt an sich, um es kurz einzuholen, es gibt an sich jetzt die Fassstärke, die wir im Adventskalender haben, nur im Adventskalender. Dann gab es das Batch 1 von der 8. Edition, die wir nur für unsere Whisky-Messe gemacht haben. Die hatte dann 51% und das, was jetzt eben auch tatsächlich in den Verkauf geht, die hat unter 40%. Da haben wir einfach nochmal... Unter 50. 48,5 wird sie wohl in der Flasche haben. Ja, unter 40 wäre schwierig, dann dürften wir ihn nicht mehr als Whisky verkaufen. Ja, also auf jeden Fall schon mal, wenn man hier reinriecht, hat man wieder diesen unheimlich freundlichen Geruch in der Nase. Für mich hat der Red Deer immer was sehr, sehr Weiches und auch tatsächlich schon Cremiges in der Nase. Was würdest du hier dazu sagen? Fruchtkompott, ein bisschen Nuss, feine Eiche. Vielleicht auch so ein bisschen im Hintergrund auch was bisschen dunkleres, rote Beeren, die ja auch ganz klassisch auch von diesem Ricciotto-Süßweinfass kommen.
Also auf jeden Fall schon mal, ich sage jetzt mal schon von der Nase her, ist es wirklich eine unheimliche Vielfalt an Eindrücken, was auch den Red Deer ja so interessant macht. Also für eine Fassstärke super eingebunden, kein Alkohol, der uns in der Nase Probleme bereitet, Aromen offen. Da haben wir im Adventskalender eine ganz tolle Ware eingelegt, die es leider nicht in großen Flaschen zu kaufen gibt. Ja. Deswegen ein besonderer Adventskalender. Genau, 47, irgendwas Prozent ist am Ende im Fläschchen drin. Also wir hatten ungefähr 57,5% gemessen. Von dem her probieren wir ihn. Ja, am Gaumen auch wieder unheimlich weich. Ich finde es immer so faszinierend, wenn man diese wirklich sehr, sehr hochprozentigen Spirituosen und jetzt eben gerade im Whisky-Bereich oder im fassgereiften Bereich in Gaumen nimmt und man hat wirklich keine Schärfe auf der Zunge spürt. Macht sehr, sehr viel Spaß. Also ich würde sagen, wirklich probiert den Red Deer, um auch mal mit dem Thema deutschen Whisky aufzuräumen, weil auch hier der deutsche Whisky, der hat echt wirklich was drauf. Um das mal so anzusprechen, auch für die Leute, die sonst immer gerne schottischen Whisky trinken. Red Deer, wie unsere ganzen Abfüllungen, natürlich super ehrlich gemacht. Wir sind eine transparente Firma, eben diese drei Komponenten aus dem Schwarzwald, was sie noch ausmachen. Ja, jetzt würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr so lange mit dabei geblieben seid. Ich freue mich ganz fest auf morgen, aufs fünfte Türchen und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ciao zusammen. Tschüss, viel Spaß.